So, und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Star Trek Online KVS Delta Rekruten. Und wir haben die Charaktererstellung hinter uns. Wir haben jetzt hier unseren kleinen Talaxianer. Schaut ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, der Arme. Weil ist ja klar, er muss ja unter Klingonen dienen. Er wurde vermutlich von, keine Ahnung, einer klingonischen Crew aufgesammelt im Delta Quadranten, wie auch immer, die da hingekommen ist. Keine Ahnung. Denkt euch da mal was aus. Ich habe ja letzte Folge gesagt, falls jemand eine Idee hat, kann es mir gerne schreiben. Ist kein Muss, wäre schön, würde mich freuen. Weil ansonsten schreibe ich mir, glaube ich, jetzt keine große Biografie selber. Liest ja, glaube ich, eh keiner. Und ja, wir beginnen mit dem Delta-Rekruten. Für mich ist es neu, es ist mein erster Delta-Rekrut, habe ich noch nie gemacht. Und es wird sich wahrscheinlich um ein paar Jahre dauern, bis ich den mal bei Level 50 habe. So, auf jeden Fall los geht's. Die Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass ihr Training mit einem anderen Offizier abgeschlossen habt. Möchten Sie sofort mit Konos fortfahren? Hinweis, dies ist die einzige Gelegenheit, das Tutorial zu überspringen. Wenn Sie das tun, werden Sie zur ersten Stadt auf Konos transportiert und erhalten alles, was Sie brauchen, um Star Trek Online zu spielen. Ja, ich möchte das Tutorial überspringen. Sie werden nicht zu einem Delta-Rekruten und geben alle Delta-Rekruten-Boni auf. Kann ich nicht mal auswählen, könnte ich nicht mal auswählen, obwohl ich es eigentlich schon gemacht habe, finde ich gut. Und danke, ich spiele das Tutorial und dieser Charakter wird zu einem Delta-Rekrut und während des Delta-Rekrut-Ereignisses spezielle Missionen und Boni erhalten. Los geht's. Hallo? Ah. This is the point we have pinpointed in your timeline, sir. This is when you go back and give yourself this. You'll know what to say. You already heard yourself say it. It does not matter if it is not exactly right. The time stream will not be damaged. Just make sure that you give yourself this. It is our best hope for the future of the galaxy. What the turn to this exact point in time, as soon as you have done what you need to do. The galaxy still needs your blade, Dahar Master. Are you prepared? Der Ort kommt mir aber echt bekannt vor. Das war da aus der Breen-Episode, glaube ich. Ja, ich bin der zweite Offizier. Ja, das war, glaube ich, die Höhle aus der Breen-Episode. So ziemlich am Ende, wenn ich mich nicht ganz irre. Nun gut, jedenfalls willkommen bei Star Trek Online. Sie sind der zweite Offizier an Bord eines klingonischen Bird of Prey und derzeit mit der Nachtwache beauftragt. Sie haben das Kommando über das Schiff, während Captain Julik und der erste Offizier Doran außer Dienst sind. Ihre Schicht nähert sich ihrem Ende. Der dritte Offizier, Lieutenant Gekan, möchte gern mit Ihnen sprechen, bevor Sie die Brücke verlassen. Sprechen Sie mit Lieutenant Gekan. Ja, genau. Und was wir außerdem noch, kennen wir mittlerweile. Und was auch noch mir die gesagt haben, es hat uns jemand aus der Zukunft zurückgeschickt offensichtlich und wir sollen uns jetzt so verhalten, als wenn wir da reinpassen würden. Und es ist nicht erheblich, dass wir genau das gleiche sagen, wie wir damals gesagt haben. Es muss uns so ungefähr passen. Das würde die Zeitlinie nicht beeinträchtigen. Es ist alles gut und ja, wir sind eigentlich aus der Zukunft zurückgekommen, um da, keine Ahnung, irgendwie jetzt Bambude zu machen. So, rüsten wir uns hier noch ein bisschen Zeug aus. Ja, wissen wir. Ja, die Ausrüstung hält sich in Grenzen. Haben wir hier noch irgendwelche besonderen Sachen? Kardiopulmonale Wiederbelebung. Ja, können wir dann irgendwie mal machen. Brauchen wir aber nicht, haben wir nichts drin. Gut, dann sprechen wir da mal mit dem Jikan. Ich meine, die Sache werdet ihr alle kennen. Zu Genüge. Sir, we are nearing the end of the shift. Sir, wir nähern uns dem Schichtende. Ich habe den Wachdienst in den Einsatzaufzeichnungen protokolliert. Ich empfehle diese Aufzeichnungen und die Kampfrichte zu bestätigen, bevor Captain Julik hier ist. Sehr schön, Lieutenant. Jawohl, Sir. Alle genehmigungspflichtigen Inhalte sind über die Konsole rechts neben dem Hauptbildschirm zugänglich. Danke. Ja, ich gehe ein bisschen schneller durch, weil die meisten werden es eh schon kennen. Aber ich möchte wenigstens gleich aufnehmen bei der Gelegenheit, weil, warum nicht? Kann ich vielleicht auch die fehlenden Folgen gleich noch ein bisschen aufholen und, euch darauf vorbereiten, dass es auch mit dem Let's Play Star Trek Online demnächst hier mal wieder weitergehen wird. Also mit dem Suran zusammen noch ist er ja krank, das tut mir ein bisschen leid, weil eigentlich hätten wir schon ganz gerne hier losgelegt und ich habe da selber mein eigenes kleines temporales Problem an dieser Stelle, weil Tatsache wollten wir schon aufnehmen und es gibt da auch schon ein paar Vorbereitungen und es läuft jetzt alles total quer, kreuz und da quer.
Lieutenant Kukan. Ich sehe, die Protokolle wurden aktualisiert und genehmigt. Ich habe eigenhändig einige Anpassungen am Disruptor-Zielübungs-Standardprogramm auf dem Holodeck vorgenommen. Ich denke, dass Ihnen die Verbesserungen gefallen werden. Ich freue mich drauf, Lieutenant Kapla. Dom, 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 dom. Was macht denn der Captain hier? Nehmen Sie den Captain und drücken Sie F, um mit ihm zu interagieren. Ja, ja, ja. Mit Captain Jolik sprechen. Hallo. Lugne, Lieutenant Falapadax. Ich sehe, Sie haben mein Schiff während der letzten Nachtwache davor bewahrt, in die Luft zu gehen. Legen Sie sich so schnell wie möglich in die Koje. Ihre nächste Schicht beginnt in 6 Stunden. Erster Offizier Doran und ich werden es übernehmen. Ja, bitteschön, Kommando übertragen und tschüss. Ich bin schon echt müde, ich leg mich jetzt hin. Ach. Gibt's ja eigentlich... Nee, hier gibt's keinen... Auf manchen Schiffen ist ja dann noch das, der Weg zu den... Ja, Minikarte. Dann noch der Weg in die Quartier des Captains oder des Bereitschaftsraum. Was ist hier? Nix. Und... Was haben wir hier? Holodeck-Programm. Achso, wir nehmen unsere Freizeit. Wir müssen zwar in 6 Stunden wieder antreten, aber wir haben natürlich Zeit und... Wir werden uns erstmal hier eine Runde gemütlich machen. Bisschen spielen. Was? Mausradwaffe abfeuern? Was? Oh. Ja. Hält sich in Grenzen. Wie hält das Ding in der Hand? Sieht ganz vernünftig aus. Und alle haben ja noch dieses Invalid Object Path dran kleben. Bin ja mal gespannt, wann das sich mal... Oh. Wann sich das mal, gefixt wird. So, wie kommt denn noch? Da, da, da. So, ja, haben wir gemacht. Wieso kann ich eigentlich nicht mehr mit... Und Moment, jetzt muss ich erst nochmal ganz schnell... Hart, wo war denn das drin? Fadenkreuz anvisiert. Nee, 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 Steuerung. Kamerafolge niemals, bitte. Boden und Raum. Freie Kamera. Danke, ich habe meine... Ich mag das lieber selbst. Alter, was geht denn jetzt ab? Warum ruckelt denn das so massiv jetzt? Was? Noch einmal üben, mehr über Gefechte erfahren? Nö. Wollen wir eigentlich alles nicht. Ich möchte gerne die Waffe wieder wechseln. Und nein, wir möchten eigentlich sogar gerne holstern. Und ich glaube, ich darf jetzt endlich den Raum verlassen. Du! Ach, jetzt kommt der gute Herr. Da komme ich zu mir selbst. Ich habe einen Panzer an, wo ich fast nicht drüber schauen kann. Da ist mein Hals ein bisschen zu kurz. Ist natürlich eigentlich auch echt unpraktisch für einen Kampf, oder? Wenn ich so anschaue, so. Das wirkt schon so ein bisschen unpraktisch. Und ich weiß nicht, ob ich jemals mit dieser Uniform rumlaufen würde. Wieso kann er sich jetzt nicht... Da, so. Okay, dann mit Falapadax sprechen. Seien Sie gegrüßt, Falapadax. Ich weiß, dass das wie Gebrabbel eines Wahnsinnigen klingen wird, aber ich bin Sie aus der Zukunft. Und ich bin in der Zeit zurückgereist, um meinem Schicksal zu erfüllen. Ein Schicksal, das ich mir aufgebürdet habe, als ich genau da stand, wo Sie jetzt stehen. Ja, logisch, das ist bestimmt auch schon mal aus diesem Raum rausgekommen. Ich habe keine Zeit für diese Albernheiten. Ich wusste, dass ich für Größeres bestimmt war. Ich habe diesen Tag erwartet. Lügen, ein Krieger würde niemals an solche Dummheiten teilhaben. Sie sollten sich schämen. Nehmen wir an, dass es die Wahrheit ist, was Sie sagen. Warum bin ich, sind Sie jetzt hier? Nehmen wir an, dass es die Wahrheit ist. Kommen wir. Das ist ein Dahama, ist das, muss ein Seser erst. So. Kommen wir zur Sache. Dann drehen wir ihn, dass wir hier ein bisschen was von der ganzen Sache sehen. Machen wir so. Kommen wir zur Sache. Ein Krieg zieht auf. Eine uralte Rasse. Die Ikonianer herrschten vor langer Zeit über große Bereiche des Weltraums, diesen hier eingeschlossen. Sie verfügten über gottgleiche technische Fähigkeiten, die allen anderen Rassen weit voraus waren. Sie wurden schließlich von einem Bündnis aus all ihren Feinden besiegt.
Wir dachten, sie wären ausgestorben, doch nun wissen wir, dass dem nicht so ist. Sie sind zurückgekehrt und wollen alles, was sie einmal besaßen, wieder an sich reißen. Und das ist der Punkt, an dem sie einschreiten. Warum ich? Was macht mich so besonders? Die meisten unserer Krieger hatten keine Gelegenheit, Informationen über diese Spezies, deren Fähigkeiten und mögliche Pläne zu erhalten. Doch ich hatte sie. Während meiner ganzen Karriere habe ich von dem Wissen profitiert, das ich ihnen heute verrate. Wenn der Krieg gegen die Kundianer ausbricht, wird die Galaxie dank der Informationen, die sie erhalten werden, eine Chance haben. Deswegen bin ich in der Zeit zurückgereist, um zu wissen, was ich tun muss. Sagen Sie mir alles, was ich wissen muss. Ich kann Ihnen nicht einfach alle Informationen vor die Füße werfen. Das könnte ein Paradox zur Folge haben. Sie müssen die Informationen selbst beschaffen und ich werde sie dabei in die richtige Richtung lenken. Warum denn das? Führen wie? Nehmen Sie dies an sich. Es ist ein Tesseract-Kommunikationsgerät. Es ermöglicht mir, mit Ihnen aus der Zukunft in Kontakt zu treten. Die Kommunikation ist allerdings nur in eine Richtung möglich. Das Gerät wird Ihnen im Verlauf Ihrer Karriere neue Informationen senden. Sie sollten es daher regelmäßig überprüfen. Ich habe nun bereits genug von Ihrer Zeit in Anspruch genommen. Kehren Sie zu Ihren Aufgaben zurück. Ich verstehe und ich werde nicht scheitern. You are now a Delta recruit. You have a unique trait that gives bonus dilithium ore to you and your teammates. Hey, ich bin jetzt ein Delta Recruit. Was haben wir hier? Tutorial, nehmen Sie Turbolift. Okay. Mehr war alles nicht passiert. Dann gehen wir mal in die Mannschaftsquartiere. Ich weiß gar nicht, ob wir jemals vielleicht schon im Holodeck auch gewesen sind früher. Wir könnten einfach mal durch diese Tür gehen. Mit dem Besatzungsmitglied reden. Sagt nichts. Sagt nichts. Was? Ach, die Schlacht von Deep Space Nine, das war wahre Ruhm, sagt der Herr was? Ja, ich wollte noch ein bisschen kämpfen gehen. Ich geh pennen. Ja, okay, oh, ich schwebe. Später am Tag. IKR Sigma, this is Captain Jurlak. We are ready to receive the transfer. Captain Jurlak, this is Captain Khadgar, the IKR Sigma. We're beaming over the Federation prisoner now. Prisoner received, Sigma. Shields, raise shield. Battle stations, all through battle stations. Oh. Manchmal sind spezialisierte Missionen verfügbar, die auf ihre Karriereklasse zugeschnitten sind. Yep. So, was haben wir hier? Ein Invalid Object Path. Natürlich. Wir schauen dort nicht, was die Leute sind. Wir schließen erstmal so einen Mikroriss. Wo natürlich Zeug eigentlich reinkommt und nicht rausgeht, aber das Zeug trotzdem an der Wand dran klebt. Ist klar. Und vor allen Dingen an der Wand. Ich meine, dort ist der nächste Raum dahinter. Warum sollte hier ein Mikroriss sein? Mikroriss sind im nächsten Raum vielleicht. Er tut nichts. So. Na, besser wir noch ein bisschen was aus mit einem Föderationsphaser. Eieieiei. Wieso nämlich ein Föderationsphaser, um Mikrorisse zu schließen? Dauert aber was schief hier laufen, wa? Krabla. Sie sind am Leben. Dies ist der erste Offizier Doran und dies ist die Lage. Wir haben einen Gefangenen der Föderation von der IKS Sekpan in Gewahrsam genommen. Unmittelbar nach dem Transport tauchte ein Kreuzer der Sternflotte auf und griff uns an. Wir erlitten schweren Schaden, waren jedoch in der Lage, unsere Schutzschilde hochzufahren, bevor sie rüberbeamen konnten. Sie haben Shuttles losgeschickt und haben die unteren Decks geentert. Unsere Sicherheitsteams sind überall auf dem Schiff, bla bla bla, kennen wir eigentlich alles schon. Ja, mit dem Waffenschrank interagieren und Zeug holen, Z-Taste, keine Ahnung, was sie. Das ging schnell. So, dann holen wir sie mal in eine Knifte und dann legen wir mal los. Ja, was ist. Achso, das ist das Rakt. Info. Ah, das Rakt-Kommunikationsempfänger.
Episch Inventar. Ein mysteriöses Artefakt, das sie sich selbst geschenkt haben. Es ihnen dazu übertragen, aus allen erdenklichen temporalen Koordinaten zu empfangen und erlaubt ihnen, sich in periodischen Abständen zusätzliche Belohnungen für das Abschließen von Aufgaben beim Kampf gegen die aktuelle Bedrohung in der Galaxis zu verdienen. Beim Aktivieren dieses Gerätes öffnet sich das Delta-Recruit-Fenster. In diesem Fenster werden Aufgaben und Ziele für sie aufgelistet. Jedes Mal, wenn sie eine Aufgabe abgeschlossen haben, können sie hier eine Belohnung dafür einfordern. Für das Abschließen bestimmter Aufgaben erhalten sie außerdem auch accountweite Belohnungen, die sie bei einem der temporalen Agenten im Raum der Erde, Kronos oder Neuromulus, einfordern können. Sobald eine accountweite Belohnung freigeschaltet wurde, kann sie von jedem Charakter eines Accounts jeweils einmal eingefordert werden. Viel Glück, Delta Recruit. Die Zukunft liegt in ihren Händen. Dieses Gerät kann nicht abgelegt verkauft werden. Falls sie es verlieren, sollten sie einen temporalen Agenten aufsuchen, um ein neues anzufordern. Wie kann ich denn das verlieren? Ah, hier, da. Guck an, so ist das Zeug und ich habe noch absolut nichts da. Ja, dann, wir haben eine Waffe, die ist aktuelle Primärwaffe. Naja, von 18,2 auf 64,9 ist ein Unterschied. Rüsten wir aus und werfen wir direkt. Was? Leider ist das auf Z, nicht auf Y, aber ist ja wurscht. So, wo müssen wir hin? Ja, schnell ausrüsten, ist schon klar. Wir müssen... Ich muss schauen, ist das... Nein? Dann kommen wir eh nicht um die Ecke, gut. Dann hat sich das eh schon mal erledigt. Wir gehen zu den Truelift, zu den unteren Decks, da wo die Föderation... Föderation... Eigentlich sind ja überall Enderkommandos, die wir noch nicht... Ach da! Doch, hier sind sie schon. Können wir da zur Tür rein? Nee. Ja dann. So. Ja. Ja, ich kann das Zeug aufsammeln. Ich weiß schon, da haben wir eine verschlüsselte Nachricht der Föderation bekommen. Was? Eine verschlüsselte Nachricht der Föderation? Sie können nicht ausrüsten. Hä? Gab es die früher schon? Ist mir gerade so ein bisschen neu, ehrlich gesagt. Oh, es sind gleich zwei. Den hat es natürlich aber auch schön ins Kratz zerrissen, ha? Huh? So. Schilde sind gut. Und der ist auch weg. So, was haben wir jetzt noch? Was, muss ich mal schauen. Hat das irgendwas mit der... Was? Da brauche ich irgendwie Entwicklung, Level 50. Story-Mission, achso. Naja, ich werde es schon irgendwann rausfinden, was das eigentlich dabei ist. Eigentlich hätte ich den anderen erstmal wegschießen sollen, das ist mir schon klar. Aber, hey, der ist noch nicht mal durch meine Schilde durchgekommen, der Kollege da. So, Nachricht der Föderation, Dekodin. Ach so, das war dieses Ding. Ah, ich erinnere mich langsam wieder. Wissenschaftskonsole. Bitte eine Nachricht zur Entschlüsselung eingeben. Nachricht entziffern. Cool, wie die jetzt auch hier so defekt aussieht. Nett. Die Notiz enthält Captain Jureks Befehlscodes und den folgenden Text. Hier spricht Captain Jurek von der IKS. Nu, guck mal. Wir haben den von Ihnen gesuchten Gefangenen und möchten nicht gefangen genommen oder getötet werden. Ich werde Ihnen erlauben, mit Ihren Shuttles an Bord meines Schiffes zu kommen. Als Gegenleistung erwarte ich meine Freilassung, sobald Sie den Gefangenen haben. Meine Crew darf niemals etwas davon erfahren. Bewaffnen Sie also Ihre Enderkommandos und erwarten Sie Widerstand, sobald Sie an Bord kommen. Verräter. Ersten. Ja. Der Petak von Captain. Haben wir. Danke. Oh, Bunky hat sich abgemeldet. So, wen haben wir denn jetzt? Ne, das sind unsere. Das ist... Ah, someone wants to talk. First off, this is Captain Jurlek's ship, correct? Yep. And if my hunch is correct, Jurlek allowed the Federation to land in an effort to rescue me.
thereby saving his own hide in the process. It's my business to know things. Does First Officer Duran know of the captain's betrayal? If she does, I expect she's already challenged and killed Captain Jurlak by now. Honor duels in the Klingon chain of command. So predictable. Challenge the person above you to a duel to the death, and if you win, you get their rank and position. Jo. So ist das. Man fordert seinen Vorgesetzten raus und schon ist man der Vorgesetzte. I regret to inform you that she has been relieved of her duties permanently. But I am glad it is you who called. You are my new first officer. I suggest you make your way to the bridge and prepare to follow my order. Yes, I killed her. She insulted my honor with baseless accusations of treason and then attempted to take my ship through treachery. Die Anschuldigungen sind nicht unbegründet. Ich habe höchst selbst von ihrem Betrug erfahren. Sense, as my new first officer, I hope you are not as foolish as Doran was. Oh. Do you want to join her in death? Captain Jurlak killed First Officer Duran. That I did not foresee. Jurlak is a coward and he was one we could easily remove. Duran should have been able to get the job done. Like I said, it's my business to know things. Captain Jurlak wants to trade me for his life. More of your crewmates will die in the process. If you have other plans, well, don't let me tell you what you need to do. So, Gefangener der Föderation. Die Handlung Captain Jurlak geben ihnen das Recht zu einem Duell bis zum Tode herauszufordern. Wenn sie ihn besiegen, erhalten sie das Kommando über die... Du guck mal, heute ist ein guter Tag zum Sterben. Und damit verabschiede ich mich von der jetzigen Episode, von der heutigen Episode, und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss.